Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Wir sind mittlerweile in der Lage, hier durch die Wüste zu rennen, ohne Probleme mit der Hitze zu bekommen. Ich drücke wieder immer die falsche Taste. So, wir sind hier jetzt in Braga. Ayla müssen wir suchen. Ayla, die Perlenstadt wurde geraubt. Ich will sie wieder zurückhaben. Besprich die Einzelheiten mit Jose. Jose, es war ein Überfall. Azaru und seine Sippe haben es einfach geraubt. So, Jose. Ich habe mich um Malir gekümmert. Ich verneige mich vor deiner Tapferkeit, Sohn der Gefahr. Nimm dieses Gold als Dank für deine Tat. So, okay. Kann ich noch mit jemand anderem reden? Luca? Felle abziehen will ich ja auch noch lernen, was die Jagd angeht. Ich wusste, dass so etwas passieren würde. So, und da vorne hatten wir ja auch noch ein paar Banditen. Wer ist denn das? Riordan? Na, sieh mal, wer da kommt. Was machst du hier? Was machst du hier? Das frage ich mich auch. Sicher ist es hier auf jeden Fall nicht. Und was suchst du hier? Eigentlich bin ich auf der Suche nach altem Wissen. Steintafeln, Artefakte, halt alles, was uns das alte Volk hinterlassen hat. Wo sind die anderen Wassermagier? Saturas ist in der alten Tempelstadt Al-Shedim angekommen. Er ist sich sicher, dass dort eines der göttlichen Artefakte liegt. Merdarion und eine Sippe Nomaden sind zum Tempel von Morasul aufgebrochen. Und Nefarius ist weit im Nordwesten. Er ist einer alten Legende auf der Spur. Über die anderen weiß ich nichts. Okay, was hast du jetzt vor? Ich will weg hier. Ich habe Räuber im Rücken und Assassine vor mir. Das ist kein guter Ort, um Steintafeln zu suchen. Aber bei den Felsen im Westen ist ein Nomadenversteck. Azarus Sippe hält sich dort auf. Sie haben ein paar alte Inschriften entdeckt. Der Weg ist gefährlich. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Was habt ihr Wassermagier eigentlich mit den Nomaden zu tun? Wir sind ein Volk. Und bevor uns König Roba auf die Insel Korini schickte, zogen wir gemeinsam über das Land unserer Väter. Warum seid ihr dem Ruf des Königs gefolgt? Nun, Nordmar und Myrtana waren umkämpft. Die Orks eroberten eine Stadt nach der anderen. Wir glaubten, mit dem Erz von der Insel könnten wir den Krieg beenden. Na, das war ja wohl nichts. Nein. Der Krieg der Götter tobt nun schlimmer als jemals zuvor, weil er kurz vor seiner Entscheidung steht. Okay, warte, ich speichere einmal, bevor ich mit ihm losgehe. Und dann, gut, ich begleite dich nach, zu Azaru. Ich kenne den Weg. Also folge mir. Okay. Also, Riordan ist der Schlüssel für mich, mich mit den Nomaden zu verbünden. Aber die Räuber sind dann die Bösen hier. Und Assassinen und Nomaden sind halt die anderen beiden Fraktionen in der Wüste. Ey, aber ich freue mich gerade, Riordan wiederzusehen. Ich dachte, die sind alle in Korinnes geblieben. Alter, einfach mal hier eine Riesenwüste. So, geht's ein bisschen schneller hier den Berg auch hoch? Okay, bis jetzt sind wir noch nicht angegriffen worden. Hier scheint es doch eher sehr leer zu sein. Aber gut zu wissen, dass Nefarius und Saturas auch noch da sind. Und Merdarion und Riordan.
Oh nein. Du willst es ja nicht anders. Jo, warte, schnell weg. Jordian, lebst du noch? Okay, den ersten haben wir. Ist der auch tot? Alter, okay. Jordian? Warte bitte. Ich muss essen. Kann ich looten? Ne. Ich speichere noch einmal. Okay, man kann die also doch mit Schwertkampf besiegen. Die schützen sich nur hin und wieder irgendwie. Da ist noch so einer. Schon wieder eins von den Viechern. Besser du als ich. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Da hinten. Da kommt schon der nächste. Riordan? Schon wieder eins von den Viechern. Ja, komm. Das hast du jetzt davon. Alter, wo kommen die denn da hinten noch mehr her? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte essen. Und nochmal. Und nochmal speichern. Ich hoffe, wir werden nicht von denen angegriffen. Oh, genau, lauf ihm genau vor die Füße. Besser du als ich. Und da kommt schon der nächste. Was hast du jetzt davon? Alter. Das sind mir echt zu viele. So. Ich speichere noch einmal. Er hat aber auch nicht viel Leben verloren bis jetzt. Wie weit muss ich denn noch? Kann ich das sehen? Muss ich hier rein? Ja, okay. Nomade. Noch Nomade. Noch Nomade. Du begibst dich in gefährliche Gesellschaft, Reisender. Das ist nicht das erste Mal. Es gibt nur zwei Gründe, warum du hier bist. Ach ja? Entweder du willst meinen Kopf, oder du willst dich uns anschließen. Was genau meinst du mit uns anschließen? Was genau meinst du mit anschließen? Wir brauchen jemanden, der Zugang zu den Städten hat. Mit deiner Hilfe können wir unseren Kampf gegen die Assassinen vorbereiten. Dann werden wir Braga befreien. Gut, arbeiten wir zusammen. Gut, arbeiten wir zusammen. Eine weise Entscheidung. Dann höre. Die Sippen der Nomaden haben den Pfad der Ruhe verlassen. Wir beschreiten nun den Weg des Kampfes. Einige Sippen sind im Zorn Belias verfallen. Sie ziehen mordend und plündernd durchs Land und machen keinen Unterschied zwischen Freund und Feind. Nimm dich in Acht vor ihnen. Okay,
Ich mach mal kurz Ende. Hier ist das Versteck. Danke für deine Hilfe. Ich kann dir nicht viel geben, aber wenn du willst, teile ich mein Wissen über die alte Magie mit dir. So, gewähre mir Lebenskraft. Gewähre mir Lebenskraft. Lebenskraft plus 4, ein Lernpunkt, 25 Gold. Lassen wir erstmal. Gewähre mir Ausdauer. So, ich muss aber eine kleine Unterbrechung machen. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Hier, Azaru. So, was habe ich zu tun? Was habe ich zu tun? Bring Ayla zurück nach Braga. Naphalem wird sich bestimmt nach ihr sehnen. Das wird ihn unvorsichtig machen. Er wird glauben, dass wir tot sind. Bevor du gehst, sprich mit den anderen. Sie werden dir sagen, was noch zu tun ist. Okay, Ayla? Okay, eine Bauchtänzerin. Marus? So, du bist also unser neuer Mann. Sieht so aus. Dann kriegen wir jetzt endlich die Chance, Braga zu befreien. Doch bevor wir angreifen, müssen wir noch ein paar Vorbereitungen treffen. Was brauchst du? Wir brauchen bessere Waffen. Besorge uns 3 Waffenbündel. Dann können wir es wagen. Vorher geht gar nichts. Woher bekomme ich 3 Waffenbündel? Der Händler Bernardo handelt mit Waffen. Wir wissen, dass er die verfeindeten Sippen heimlich beliefert. Vielleicht findest du was bei ihm. Okay, und was ist deine Aufgabe? Die Assassinen horten eine Menge Schätze in ihren Städten. Silber, Gold, bringe mir alles, was du findest. Ich mache dir einen guten Preis dafür. Was willst du mit dem Kram? Wir bringen es in ihre Städte zurück und verkaufen es ihnen wieder. Könnt ihr denn die Städte betreten? Ha! Kein Nomade kann eine Stadt der Assassinen betreten. Aber viele der Sklaven sind Nomaden. Sie schleusen das Zeug zurück in die Städte. Dort bezahlen die Händler nochmal für ihr eigenes Zeug. Wenn du wissen willst, wie du einen Händler richtig ausnimmst, kann ich dir ein paar Tricks zeigen. Diebeshandwerk. Also. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Was kann ich mir noch beibringen? Schweren Taschendiebstahl, Feilschen. Lassen wir erstmal. Warte, nee. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Machen wir hier. Weiter so. Jetzt sind wir auf 40, was Diebeshandwerk angeht. So, Nomade. Aetos. Wir werden Braga angreifen. Speicher vorher mal, bevor ich mit ihm deswegen rede. Wir werden Braga angreifen. Braga ist ein gutes Stück weg. Wenn wir angreifen, werden wir uns vorher im Ruinenfeld sammeln. Sorge dafür, dass die Ruinenfelder sicher sind. Ich will nicht, dass wir gegen Snapper oder Räuber kämpfen müssen und uns dadurch verraten. Okay, kannst du mir etwas beibringen? Alles, was ich über die Jagd weiß, werde ich dich lehren. Okay, was kann er mir beibringen? Über die Jagd bei. Okay, dasselbe wie die anderen. Reptilien heute abziehen muss ich noch lernen. Nomade. Da unten haben wir auch noch jemanden. Wie komme ich da runter? Riordian? Kann ich das Ding auch lesen? Nomade. Ich gehe mal hier runter. Und frag die anderen mal. Was ist das denn für ein Schwert? Schwert. Nomade. So, okay, dann bringe ich Ayla wieder zurück. Ich bringe dich weg. Gut. Ich hoffe, sie überlebt hat. Ich hoffe wirklich, sie wird das überleben. Kann es sein, dass das jetzt die erste richtige Frau ist, mit der man hier redet? Hier ist auch eine Blutfliege.
das überhaupt der richtige Weg? Nach Norden muss ich. Ich hoffe, sie übersteht das alles. Die ist aber auch echt langsam unterwegs. Aber auch sehr freizügig. Vor allem auch ein übertrieben dickes Dekolleté hat sie. Meiner Meinung nach. Warte hier. Sicher. Ja, war klar. Ich guck mal, dass ich das vielleicht... Nein! Mit Pfeil und Bogen hinkriege. Pfeil und Bogen. Wo kommen die alle her? Diese Mistviecher. Einen bin ich schon mal los. So, ein bisschen mehr Entfernung. Hier kann ich was essen schnell, oder? Nein. Ich glaube, ich habe keine Wahl, außer so gegen... Jo, schnell weg. Kann ich hier hoch? Okay, Heiltrank. Und noch ein Heiltrank, würde ich nehmen. Keine Ahnung, von wo die eigentlich alle herkommen. Okay, speichern. Die haben wir schon mal los. Da ist aber noch einer. Und ich hoffe, Aila lebt noch. Ja, sie lebt noch. Wo ist der letzte? Hier war doch gerade noch einer. Okay, Aila. Ich bring dich weg. Ich bring dich weg. Gut. Ich mache mir echt Sorgen um die jetzt gerade. Ich will die Quest hier nicht verkacken. Warte, kann ich dann den einen da anlügen und behaupten, Dings ist tot? Alter, wie riesig sind denn die Ruinen, wenn man ehrlich ist? Das war mal eine richtige Stadt wahrscheinlich. Und dann ist nur Braga übrig. Ist schon heftig, finde ich. Wie belebt das dann gewesen sein muss hier? Ich speichere hier noch einmal. Da hinten irgendwas gehört. Scheinen die Banditen wieder, also die Räuber.
So, die ist noch da. Gut. Also die Quest, also mit den Assassinen und Nomaden, finde ich jetzt doch schon eher spannender. Assassine, Nafalem. Ich bringe dir Ayla zurück. Ich bringe dir Ayla zurück. Ausgezeichnet. Sie wird mir die Nächte mit ihrem Tanz versüßen. Ich gehe davon aus, dass Asaru uns keine Probleme mehr bereitet. Asaru ist kein Problem mehr. Gut, dann kümmere dich jetzt um irgendwas anderes. Hier, gib ein wenig Gold aus. So, Hatte ich hier nicht irgendjemand... Warte mal. José? Den kann ich jetzt nicht anlügen wegen Asaru. So, Bernardo? Hat er hier noch Waffenbündel? Jetzt ist die Frage, wie viele Waffenbündel habe ich jetzt? Muss ich einmal ganz kurz gucken. 3 Waffenbündel. Mit Diego muss ich das später machen. Aber ich speichere das jetzt noch einmal und dann gehe ich nochmal zurück zu den Nomaden. So. Kopfgeld Takla, Kopfgeld Asaru, Kopfgeld Braga. Kopfgeld hier. Die Nomaden überfallen uns immer wieder. Für jeden Sippenanführer, den du tötest, zahle ich dir ein gutes Kopfgeld. Mali und Takla sind die Anführer von diesen Räuberbanden. Sie lauern Reisende auf den Ruinen auf. Und sie waren es auch, die Tufail überfallen und unseren Tribut gestohlen haben. Von Asaru und seiner Sippe hat sich schon lange keiner mehr blicken lassen. So ist es mit den Nomaden. Man weiß nie, wo die Misskerle stecken. Okay, dann ist da vorne noch jemand, den wir erledigen müssen. Irgendwo den Weg entlang. Also sind das nur Räuber und keine Banditen, also kein Nomad, meine ich. Nur Räuber. Ich werd's dir zeigen! So, erstmal hier weglocken. Krieg ich dich doch noch. So, ging ein. Lederschild. Was hat Bernardos Brief? Was ist das? Assassinschwert? Der war aber auch richtig leicht. Im Gegensatz zu den anderen. Krieg ich dich doch noch. So, kriege ich den hier ganz runter gelockt? So, alles mitnehmen. Jetzt kommst du noch. Nice. So, noch ein Assassinschwert. Einmal kurz was essen und nochmal speichern. Da dürften jetzt nicht mehr zu viele sein, oder? Jetzt wirst du was erleben. Ich mach dich fertig. Ja, komm, scheiß drauf, wir haben gespeichert.
ziehe er dich auf. Bleib stehen! So. Nice. Alle erledigt. Von denen. So, wo hat er sein Schwert hingeworfen? Da. Nehmen wir mit. Hier auch wieder alles mitnehmen. Lederschild. Zinschwert. So, können wir gleich das Kopfgeld abholen von dem. Beziehungsweise haben wir was fürs Lagerfeuer? 2 Rostfleisch. Besser als gar nichts. Na, aber ich freue mich schon, die Wüste hier richtig zu erkunden, auf jeden Fall. Und hier die ganzen Quests zu machen. So, erstmal zu José. Ich habe Takla erledigt. Ich habe Takla erledigt. Dann hast du dir das Kopfgeld verdient. Nice. Und Bernardo? Nepalim? Was habe ich hier eingesammelt gehabt vorhin? Habe ich hier irgendwas eingesammelt? Karte der Ork-Ausgrabungen. Da, hier, hier und hier. Ah, okay. Bernardos Brief. 2 Bündel Waffen für euch. Das Gold für mich. Haltet euch von Braga fern. Nafalem ist auf dem Weg hier. Bernardo. Heimliche Geschäfte. Sind da Waffenbündel gewesen? Die ich mitnehmen kann? Hier dann noch mal hin und gucken. Vielleicht sind da irgendwo welche. Wir haben ohnehin schon 3 Waffenbündel. So, Heilwurzel. Ich sehe bis jetzt keine. Ich weiß jetzt aber auch nicht, welche Ruinen ich hier jetzt genau reinmachen soll. Für den Angriff auf Braga. Aber ich werde trotzdem erst einmal abwarten, bevor ich hier irgendwas befreie. Irgendwelche Städte. Okay, Adea hatte man sowieso keine Wahl. Das hat man so oder so anfangs erstmal befreit. Jetzt ernsthaft, ich treffe den gar nicht?
Wüstensnapper wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Dunkle Snapper. Ah, das sind die dunklen Snapper. Die will wahrscheinlich Diego haben. So, erstmal wieder was futtern. Und nochmal speichern. Das ist aber echt ein weiter Weg. Aber ich finde es lustig, dass von unseren Freunden es immer Gorn schafft, gefangen genommen zu werden. So, das nehmen wir mit. Heilwurzel. Das auch. Lester verschwindet er mal irgendwie irgendwo. Oh, Wasserfass. So, jetzt? Jetzt. So. Ich glaube, Milton ist der Einzige, der irgendwie nach Norden abgehauen ist. Glaube, ich bin zu weit. Oder irgendwo falsch abgebogen. Ich bin super, dass ich mich jetzt schon in der Wüste verlaufen habe. Jetzt wirst du was erleben. Keine Ahnung, woher die jetzt gerade kamen. Die sind einfach gerade gespawnt, glaube ich. Bleib stehen! Ich glaube hier. Hier mussten wir hin, ne? Guck mal, ob ich das überlebe. Tatsächlich. Eine Blutfliege. Zwei Blutfliegen. So, kann ich die jetzt mittlerweile... Jau! Ich kann die mittlerweile looten. So, was macht das? Okay. Ich kann mittlerweile... Ich feiere, dass wir jetzt ein bisschen mehr looten können. Da sind noch mehr Blutfliegen. Das sind aber auch noch mehr Erfahrungspunkte. 4 Stück sehe ich gerade. 5. So. Alle gelootet. Gegen das Urvieh werde ich jetzt nicht antreten. Außer die geben mir jetzt eine Quest dafür. Speichere nochmal und gucke nochmal, was ich jetzt noch an Erfahrungspunkte brauche. Na, 2000, okay. Oder vielleicht doch gegen den jetzt antreten? Der wird es nicht hier hoch schaffen, oder? Das wird immer wieder das Gleiche. Mit den Viechern.
Aber besser mit Bogen als Nahkampf gegen die. So, das dauert noch einen Moment. Der tanzt mit mir. Das muss so eine Art Wald sein oder sowas. Gehe ich mal von aus. So. Szene. Ich finde es nice, dass wir jetzt Szene von denen kriegen. Das heißt, wir können richtig Kohle jetzt machen. Sobald wir auch alles von denen nehmen können. So, wer wollte die Waffenbündel haben? Oder Azaru? Alia ist zurück in Braga. Ayla ist zurück in Braga. Ausgezeichnet. Dann wird Nafalem sich in Sicherheit wiegen. Nun hilf uns bei den weiteren Vorbereitungen für den Angriff auf Braga. Ja, okay. Was soll ich noch machen? Marus? Hier sind die Waffenbündel. Hier sind die Waffenbündel. Sehr gut. Damit können wir einen Angriff wagen. Sprich mit Azaru, wenn du bereit bist, Braga anzugreifen. So, okay. Werde ich nicht, noch nicht machen. Ich will mit Dings hier reden. Ayatu, hier, Aitos. Bring mir was über die... Die Ruinenfelder sind sicher. Die Ruinenfelder sind sicher. Gut. Sprich mit Azaru, wenn du für den Angriff bereit bist. Erfahrung plus 500. Bring mir was über die Jagd bei. So, Reptilien heute, abziehen? Zeig mir, wie ich Reptilien heute abziehe. Die meisten Reptilien sind zähe Mistviecher. Wenn du die Haut lösen willst, schneide sie sehr vorsichtig an. Dann ziehst du sie von hinten nach vorne ab. Aber mach es ganz langsam. Okay, und wie ich das Fell abziehen kann? Wie kann ich den Viechern das Fell abnehmen? Schneid die Beute auf und zieh das Fell mit einem Ruck ab. Wichtig ist vor allem, immer von hinten nach vorne. Wenn du den Bogen einmal raus hast, ist es kein Problem. Okay, So, 4 Lernpunkte haben wir noch. So, okay, das haben wir. Das und das. Da können wir gleich mit Dings los. So, wie viel haben wir? Jagd geschickt 133. Altes Wissen haben wir. So, Schmiede. Dass ich jetzt schon auf 300 losbringe, ich würde ich auch noch nicht machen wollen. Hier brauche ich aber auch schon Jagdgeschick noch. Hier nur Stärke und große Waffen. So wie Armbrust. Hier benötigt das altes Wissen. Wer ist dafür da, um Paladin beizubringen? Oder hier Regeneration? Oder hier, wer war das nochmal mit Dings? Marus? Diebeshandwerk? Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Falschen, schweren Taschendiebstahl. Reicht wieder nicht. So, Riordan. Bring mir etwas über alte Magie bei. Altes Wissen, schneller lernen. Ah, hier. Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, ein altes Wissen. Gut. Haben wir so gemacht dann. Ich will den Stabkampf lernen. Machen wir einfach. So ein Stab ist verdammt lang. Damit kannst du deine Gegner auf Abstand halten. Wenn du ordentlich zuschlägst, hat kaum jemand eine Chance gegen dich. Okay.
So, das ist auf jeden Fall das Nächste, was wir lernen wollen. Leodian, ich will an den Stein. Einmal speichern. Also hier haben wir jetzt den ersten schon mal gemacht. So, das ist auf jeden Fall das Nächste, was wir lernen wollen. Steck die Waffe weg! Hau bloß ab! Okay, also hier kann ich jetzt erstmal nichts machen, oder wie? Ich will dann zu Diego gehen. Und mit ihm die Snapperjagd machen. Oder warte, kann ich die vielleicht auch selber so machen? Die dunklen Snapper. Die irgendwo hier waren. Hier waren halt die Wölfe. Die lassen wir mal. Aber eigentlich, wirklich, das ist... Es ist nicht mehr... Wir haben, glaube ich, knapp die Hälfte schon davon fertig. Das ist schon voll. Okay, hier wird noch einiges notwendig sein. Genauso wie hier, Magie und Alchemie. Ist nicht so meins. Aber Schmied, Dieb, Kampf und Jagd. Die scheint schon sehr wichtig für mich zu sein hier. Achso, dann die Minecrawler, die Toten. Kann ich die nochmal looten? Nee. Da ist schon vorbei. Mit dem Looten. Rudel Schakale. Jetzt ist nur die Frage, wo waren nochmal die Dings, diese dunklen Viecher? Und wir waren im Gotha noch nicht. Gotha wollte ich auch nochmal besucht haben. Was Gorn da gemacht hat. Habe ich total vergessen. So, wir sind hier. Diego. Gehen wir jagen. Gehen wir jagen. Auf geht's! Ich freue mich gerade wirklich mit Diego, dem alten Mann, auf die Jagd zu gehen. Der ist aber richtig alt geworden. Seit Gothic 2. Die Biester lernen es nicht. Ach, komm schon. Die Viecher. Ich auch. So, aber mal gucken, was ich von denen jetzt alles noch rausziehen kann. Zähne auf jeden Fall. Kann man alles verkaufen. So. Was ist damit? Snapperkraut. Nochmal speichern. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Leben Diego jetzt noch hat.
Da! Das war's für dich, Mistvieh. Jo. Schade, dass ich von denen jetzt kein Fleisch rausnehmen kann. Das wäre jetzt schön gewesen. So, und speichern. Ah, stimmt, hier war das. Ich kann die Snapper schon riechen. Ja, ich leider noch nicht. So, einmal speichern. Sind 5 Stück. So, hat er mich im Visier oder? Ich wollte schon sagen. Hier muss das irgendwo ein Nest sein. Da! Da! Diego, ich brauche deine Hilfe. Allein schaffe ich es nicht gegen die. Diego! Kriege ich auch Erfahrungspunkte, wenn er die erledigt? Oder wenn ich jetzt ein bisschen Flucht ergreife? Ich hoffe, Diego stirbt mir jetzt nicht. So, nochmal einen Heiltrank. Wie sieht's aus mit Diego? So. Jetzt Diego helfen. Gut gemacht, elendes Drecksvieh. So, alles mitnehmen. Die Gegend hier ist gefährlich. Es würde mich nicht wundern, wenn sich hier irgendwo Nomaden verstecken. Was hast du jetzt vor? Tja, um ehrlich zu sein, ich habe keine großen Pläne. Ich dachte an sowas wie Jagen und Taschen füllen. Du bist derjenige, der weiß, was zu tun ist. Und wenn du mich brauchst, dann ziehen wir gemeinsam los. Ich habe eine Idee, ihn nach Gotha rüber zu schleppen. Hier sind noch mehr dunkle Snapper. So, wo die anderen? Hier. So, das speichern wir. War alles andere als schlau von mir vorhin, aber besser so, als von denen zerfressen zu werden. Okay, jetzt kommt da der nächste. Da sind nochmal 2. So, ich hoffe, das gibt ordentlich Geld gleich. Das Fell. Ah, ne, warte. Irgendjemand wollte ja... 3 von denen sind dort. Lassen wir das mal. Wir haben ja jetzt nicht genug für die nächste Stufe. 333.000, wir haben 118.000. Fast 119. Ich gehe mal kurz zurück nach Braga. Mal gucken, ob Diego auch noch immer in der Nähe ist. Den gehe ich lieber am besten aus dem Weg. Ah, Diego. Komm mit. Komm mit. Gut. So. Ich bringe ihn lieber etwas schneller in Dingens zurück.
Können wir mehrere Leute gleichzeitig mitnehmen? So, Diego, lauf zurück. Lauf zurück. Du weißt, wo du mich findest. So, Luca. Hier ist das Leder. Hier ist das Leder. Ich habe noch eine Rüstung im Lager gefunden. Die kannst du haben. Möge sie dich allzeit gut beschützen. Leichte Assassinenrüstung erhalten. Ja, meine ist besser. Wie sollte es auch anders sein? So, Du machst Geschäfte mit den Nomaden? Du machst Geschäfte mit den Nomaden. Das dürfte Naphalem interessieren. Warte, warte, Sohn der Gerissenheit. Das kann doch unter uns bleiben. Niemand muss es erfahren. Kommt drauf an. Was ist dir mein Schweigen wert? Ich zahle dir 500 Goldstücke. Bernardos Brief verkaufen, komm. Gut, gib mir das Gold und wir vergessen die Sache. Einverstanden, Sohn der Tüchtigkeit. Quest abgebrochen, heimliche Geschäfte. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, was hat er hier? Elite-Dings. Kampfbogen. Benötigst du Jagdgeschick 100. Geschossschaden. Ja, aber okay. Ich kann ihm die Dinger verkaufen. Dunkle Ledersnapper schon mal. Den behalten wir. Die Zähne. Ich kann ihm mein Gold verkaufen. Bisonfell brauchen wir ja noch. Heilpflanze, Sonnenkraut, Heilwurzel, Waldbeere, Pilz, Kronstöckel. Morgentau darf er haben. Dann Zauberwurzel darf er auch haben. Feuernessel. Snapperkraut. Ogerblatt, Eisenhalm, Krötenwurz und Wolfskraut. So, die darf er haben, die darf er haben. Der 23.000. So, Goldausgleich. Kriegen wir 7.700 von ihm. So. Ich denke, da wird bald etwas passieren. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge... Warte mal, wir können eben kurz nochmal... Hier. Grillen. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. So, erstmal die 7 rohen Fleisch, dann haben wir wieder ein bisschen mehr was. Und dann in der nächsten Folge machen wir hier mal weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.